Und zwar, liebe Gewitter im Kopf hieß, haben wieder ein neues Video hochgeladen. Es hat Tourette als Dönerverkäufer und das Thumbnail hat mich schon so angesprochen und ist generell die Idee finde ich auch wieder so ultra geil. Und hier sehe ich auch schon wieder Tim und Stummi am Start. Und ich bin gespannt, wie sich Gisela als Dönerverkäufer schlägt. Ich bin gespannt, los geht's. Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ihr seht schon, das Intro ist heute mal... Ich bin auch wieder gespannt, ob der Ton diesmal passt. Aber es sieht so aus, hätten die eine Kamera mit einem Mikrofon und würden nichts pegeln. Ich bin aber gespannt. Kann wieder aufregend werden heute. Ohne Jan, denn Freddy und ich haben uns heute verabredet, um einfach mal Döner essen zu gehen. Denn du warst ja noch nie Döner essen und ich dachte mir, ich entführe dich dann mal in die Gelüste der Döner. In die Gelüste? Die Gelüste der Döner. Was? Ich weiß auch nicht, was los ist. Wir gehen jetzt mal rein und genau, wünschen euch sehr viel Spaß bei diesem Video, Freunde. Und bei Tims erstem Döner. Wie alt bist du? Ist das nicht normal? Wie alt bist du? Ist das Ach, stimmt. Ach stimmt, der hat doch gar keinen Döner gegessen, stimmt. Der hat aber schon, die haben doch schon Döner selbst gemacht und dann gegessen. Also jetzt quasi Tims erster offizieller Döner. Aber krass, ey, noch nie Döner gegessen, heftig. Habt ihr schon Döner gegessen? Ist das so schlimm? Wie alt bist du? 21. Und noch keinen Döner. Egal, was Tim von Alter gesagt hätte, er hat immer gesagt, und noch keinen Döner gegessen. Kriegst du zum Döner, wir gehen da jetzt rein. Mir reicht's. Nein, in den neuen Bereich, ja. Ja. Du musst jetzt einmal einen Döner-Crash-Kurs machen. Hi. Für ihn. Wie trägt der seinen Mundschutz, Alter? Next Level Genius. Er hat ihn erstmal verkehrt rum an und zweites Mal hat er dann nur so, was ist das denn? Vor allem, der Mundschutz soll ja auch schützen. Der spuckt ja so auf die Döner auch drauf, wenn er da niesen muss oder wenn man atmet, dann gehen Tröpfchen ja auch runter auf die Hände, auf die Arme und so. Ist ja auch komplett lost. Hä? Hi. In 5 Minuten zeigen, wie man einen Döner... Und der hat auch wieder seinen Mundschutz über der Nase. Es heißt Mund-Nasenschutz. Über die Nase ziehen. Ich sehe so viele Leute in der Stadt, die das nicht anhaben, die immer den Mund nur, die meistens ältere Menschen, die am betroffensten sind, die es eigentlich am ehesten mal richtig machen müssten, halten diesen Mundschutz über den Mund nur. Es heißt Mund-Nasenschutz, die Nase auch, Mann. Ah, es regt auf. Am liebsten würde ich zu jedem hingehen, den ich sehe, und diesen Mundschutz einfach hochziehen. Da habe ich immer so innere, da werde ich aggressiv. Okay. Erstmal den Handschuh. Erstmal Handschuh. Ja. Danke. Oh, aber der Ton ist heute anders geil. Auch von Gisela heute der Ton. Ist nice. Pizza. Ha. Ich serviere Katzenfleisch. Nein. Ach, die Mitarbeiter wussten nichts von den Ticks. Die haben nichts von Tourette gewusst. Wirklich? Nur der Chef wahrscheinlich. Oh, krass. Cut, ne? Hier, das war's. Wir brauchen die erstmal schneiden. Ja. Wie hier, rein. Schön Brot rein. Und dann die beiden. Einmal alles. Scharf hoch? Ja, ja. Oh, ich immer Döner nicht scharf. Ich mag Schärfe gar nicht. Ich bin so schärfempfindlich sehr, sehr krass. Also es hat auch geschuldet teilweise durch meine Mutter, die immer sehr, sehr scharfe Sachen gemacht hat, wo ich schon als Kind gebrandmarkt beim ersten Mal scharf essen. Und meine Oma, die immer die Chilischote in der Suppe vergessen hat, die ich dann immer auch komplett gegessen habe. Also ich wurde auch sehr stark gebrandmarkt als Kind. Deswegen bin ich heutzutage sehr, sehr, habe ich sehr viel Abstand von Schärfe. Und deswegen meistens immer lieber kein Schaf, bevor überhaupt was drin ist. Weil das ist für mich auch ab und zu, ist für mich auch ehrlich gesagt auch gar kein Geschmack, sondern mehr Schmerz. Also ich weiß nicht, wer gerne scharf ist, verstehe ich nicht, weil es ist einfach nur Schmerz im Mund. Das ist ja halt nicht irgendwie geil oder so. Das brennt einfach nur wie Feuer und du stirbst dann dabei. Was ist daran jetzt ein Geschmack? Geschmack ist Salz, sauer, süß und sowas. Das ist für mich Geschmacksrichtung und bitter, aber scharf, das brennt, das ist nix. Ja. Oh, wir kommen auf Döner jetzt, ey. Und dann nochmal scharf? Ah, ich glaube, das reicht dann scharf. Katzenfleisch. Ah ja, das war gar nicht. Wie ihn anguckt. Wie er anguckt, weil ich denke, dass er Tourette hatte. Oh Mann. Gar nicht so schwer. Also ich denke, das schaffe ich auch. Doch, nur er macht das, ne? Okay. Das Geld gehört mir. Hast du verstanden, wie es geht? Ja, ich hab ja gut aufgepasst. Mit Salat alles komplett? Das was? Ja. Ganz kurz, bitte. Ja. Ich bin jetzt dran. Ja, jetzt dran. Ja. So. Mach mal ein bisschen Soße, Sasuke. Mach mal ein bisschen Soße, bitte. Der Mundschutz ist so doof, ey.
Dürfen wir das überhaupt zeigen? Ich habe auf Krieger schon reagiert, ja. Aber dürfen wir das überhaupt zeigen? Das ist doch schlecht für die, schlecht für das Unternehmen, wenn die jetzt da sehen, dass die den Mundschutz so tragen und da unten ja alles offen ist. Ich meine, wenn er redet, dann spuckt er ja auch aufs Essen und so alles drauf. Ist ja auch nicht so geil. Also, keine Ahnung. Klar. Rauf, Dankeschön, sehr nett. Da, cool. Gerne. Mit Kraut und Rüben. Ja. Wo ist denn hier die Zange? Kommt da eigentlich zuerst das Fleisch, oder? Kommt das Gesundheitsamt vorbei, RIP erstmal. Stimmt, Rari. Ja. Ja. Oh, das hat jetzt gar, war gar nicht so schwierig jetzt. Echt lecker, oder? Das ist Katzenfleisch. Ja. Und jetzt so eine alte Frau, die vor der Kasse steht, denkt so, ich will aber eigentlich kein Katzenfleisch auf meinem Döner haben. Uff. Jan, was hast du denn hier? Hi. Ja, ich hab... Okay, ja, ist auch gut, ne? Ja, ich hab noch so einen Nebenberuf zu YouTube. Die Gastronomie mag ich ganz gerne. Achso. Das ist eine reale Situation. Du machst unseren Döner auf, halt. Genau, was kann ich denn für euch tun? Ich würde einen Döner nehmen. Na, was? Echt? Echt, er will einen Döner? Oha, er will im Dönerladen Döner? Shit, ey. Shit. Okay, dann mach ich das mal. ja, das habe ich gerade eben gelernt. Okay. Also man merkt, der macht schon länger. Ja, bestimmt schon so 5 Minuten. Okay, Freddy, was willst du denn für eine Soße haben? Oder welche Soßen? Cocktailsoße, also die genau. Ja. Und ein bisschen scharf. Okay. Alles? Immer alles. Mit Katzenfleisch. Außer? Ja, hier sind tote Katzen. Und was willst du für ein Fleisch haben? Hähnchenfleisch gerne. Ich glaube, das war in der Mitte. Soll ich schneiden? Ich glaube, das war in der Mitte. Er glaubt es einfach. Er glaubt es. Einfach mal so, ja. Ach, wie beim letzten Menschenopferritual. Ja. Okay, jetzt gebe ich mir Mühe. Ah ja, okay. Da hätten wieder Leute, ich sehe es, da hätten wieder einer, der seinen Mundschutz nicht richtig trägt. Ich zeige es euch, Leute. Ich muss es euch zeigen. Guck mal hier. Der trägt seinen Mundschutz nicht über der Nase. Ah, und so viele Leute laufen rum. Warum laufen so viele Leute so rum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das sieht ja sehr lecker aus. Dankeschön. Sehr gerne. Was bekommen Sie dafür? Einfach so offen hingelegt. Ach man, liegt ja alles drauf. Auf dem Teller, ach man. 8,50. Genau, du sagst es. Der Kunde bestimmt den Preis hier, das finde ich ja toll. Aber brauchst du nicht noch einen Döner? Ja, ich brauche auch noch einen. Ach, du willst auch hier, dann mache ich dir auch noch einen. Mit diesem Messer geschnitten, wenn's. Aber Tim will seinen ersten offiziellen Döner haben, dann kriegt er ihn gemacht von Jan. Ist das dann überhaupt noch ein offizieller Döner? Hat dann Tim immer noch nicht zum ersten Mal einen richtigen Döner gegessen? Ich weiß ja nicht. Okay, ja klar, ich bin ja jetzt schon Meister darin. Fällt dir das schwer mit dem Tourette-Syndrom, das Schneiden und so? Nee, damit nicht. Ich habe irgendwie... Das sieht so einfach aus, aber wenn ich da so dran schneide, da kommt, wenn ich das mache, so in erster Linie so Fett runter. Ich glaube, ich muss das Ding anders in der Hand halten. Was gibt es? That's what he said. Okay, sorry. Ist nichts, was dir irgendwie schwer. Du kleines Arschloch. Nee, oder sonst nicht. Oder du dich mehr konzentrieren musst wegen dem Tourette-Syndrom. Also konzentrieren die ganze Zeit, aber sonst eigentlich finde ich es jetzt nicht sehr kompliziert. Was könnte sein, wenn du dich nicht konzentrierst? Ey, selbst da hinten, der Typ hier auch. Der Quervelkopf-Klon. Der hat ja auch seinen Mundschutz in der Nase. Oh Mann. Vor allem das Problem ist halt, wenn viele den Mundschutz an der Nase tragen, denken viele, dass es normal ist und machen dann auch unter die Nase. So, das ist... Ach. Soll ich mich gerade nur über Mundschutz aufrege, aber das fällt mir gerade extrem auf. Dann halt den Kunden nicht zuhöre und irgendwas drauf mache. Aber nicht, dass du jetzt irgendwie mit Salat oder so um dich wirst. Gut, dass du das nicht gesagt hast. Das hat Gisela eine neue Idee, was sie bewerfen kann. Ja, gut. Sie sind dünn, das geht.
voll gut, Jan. Aber gut, erstmal. Ach, ich find's da immer. Lollig, was ist dir egal? Was ist egal, Lollig? Ich muss sagen, so, ich hab's mir schwieriger vorgestellt mit dem Sattel. Findest du es einfacher oder schwerer als mit dem elektrischen Ding? Ich bin etwas einfacher. Ich kenne das von Menschenopfer. Das sollte als Übung reichen. Wie geht die Kasse auf? Ich brauche das. Ja. Da ist der Schlüssel, der steckt doch da. Nimm das Geld aber mit. Lollig ist nicht egal. Ist garantiert nicht egal, Lollig. Ist überhaupt nicht egal. Geht's noch? Lollig? Was? Nein? Ja, das stimmt. Ich hätte gerne auch einen Döner mit Cocktailsoße. Ja, im Moment. Schnell, die Prominenz wartet. Der nächste bitte. Hallo. Kann mal jemand Lollig bannen, bitte? Timeouten. Ja. Ein Pommdöner. Gerne. Zwei Pommdöner. Okay. Die Kasse öffnen. Das erstmal so. Ja. Katze. Erstmal drücken. Perfekt. Pommdöner. Zwei mal drücken. Mit der Folie? Ein. Ach ja. Ja. Das war. 11 Euro bitte. Okay. Sehr gut. Oh, aber ich meine, ich hasse ja sowas an der Kasse irgendwie zu bedienen und sowas, so Rückgeld auszurechnen. Deswegen finde ich es geil, dass es so Maschinen gibt, die das für dich selbst ausrechnen, wo du dann quasi Rückgeld geben kannst. Aber was ich am besten finde, ist noch im einen Geschäft, wo ich mal einkaufen gehe, wo ich früher oft einkaufen gegangen bin, da kannst du, wenn du bar zahlen willst, einfach so Geld in so einen Automaten reinschieben und der gibt dir das Rückgeld zurück, wenn du an der Kasse bist und bezahlen. Das finde ich immer noch coolsten. Aber ich selbst als Kassierer, ich hasse sowas. Ich kann nicht so gut Kopf rechnen, wie viel ich jetzt Rückgeld geben will. Vor allem bin ich auch verwirrt, wenn Leute dann sagen, jo, haben sie noch einen Euro? Ich so, hey, warum brauchen sie einen Euro? Ich habe ihnen doch schon das Geld gegeben. Warum wollen sie noch einen Euro haben? Komplett verwirrt immer. Was willst du für ein Fleisch haben? Was gibt's denn? Willst du kein Gemüse? Doch. Ja, aber dann welches denn? Hähnchenfleisch nehme ich. Okay, das war das hier, ne? Ja. Ach ja, das habe ich ja gerade schon so gemacht. Siehst du das falsche Fleisch wieder, Mann. Zwiebeln und... Welche Zwiebeln? Die weißen? Ja. Keine weiße Zwiebeln, ne? Nur rote Zwiebeln. Die weißen. Achso, das ist das Krautsalat. Achso, ich hab schon. Ja, das. Dann diese Zwiebeln? Ja. Achso, okay. Find's so geil, wie Tim hinter der Kamera immer lacht. Finde ich gut. Und ich bin froh, dass der Ton diesmal richtig ist. Der Ton passt diesmal, das finde ich gut. Einmal haben sie kurz lauter gepegelt am Anfang. Das habe ich schon gedofft, so dass es nicht immer so ist. Aber bisher geht's eigentlich gut. Weiße Zwiebeln. Noch mehr Katze. So. Für dich extra reingerotzt. Dankeschön. Sehr gerne. Hey, Döner sieht echt voll gut aus. Und so noch so Kerne oben drauf noch. So Körner finde ich voll cool. Ja. Mit Liebe gemacht. Ja. Welches, gibt es irgendwie einen Unterschied zwischen den beiden Messern? Triggert sich zum Beispiel das größere Messer? Das elektrische macht mehr Spaß in deinem Gesicht. Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Oh, bin ich wieder nur. So. Gut, sauber, gut. Auch, ne? Bitte? Sauber auch. Nicht sauber. Das so, ist sehr gut. Ja, so, muss. Corona. Ja. Ja, aber deinen Mundschutz zu tragen, ja, läuft. Immer machen sie sauber, das ist mal gut. Yeah, genau deswegen. Katzenfleisch. Na, gibt's hier auch Salz. Findest du, dass das hier eine größere Trigger-Situation für dich ist als zu Hause in der Küche? Also wenn wir kochen? Tatsächlich irgendwie gar nicht. Ich bin hier sehr konzentriert. Ich muss ja zugeben, dass ich bei uns manchmal nicht so konzentriert bin. Ich glaube, dass es auch daran liegt, dass jetzt Jans volle Aufmerksamkeit gebraucht, dass er keinen falschen Döner macht und hin und her und das richtig macht. Und ich glaube deswegen auch Gisa eher zurücktritt, weil Jan halt so konzentriert sein muss. Und zu Hause ist man eher so in einer Wohlfühllage und da ist man meistens anders drauf. Ich kann mir so gut vorstellen. So. Triggert dich das eigentlich immer mit dem Fleisch? Das kannst du gleich sagen. Ja. Deswegen würde ich es doch nicht sagen, du Idiot. Na. Perfekt, yo. Perfekt, Bowser. Perfekt? Dann freue ich mal. Der Hitler. Na. Warum lache ich darüber jetzt noch, Mann? Ja. Hä, hey, der trägt gar keinen Mundschutz. What the F? Was geht? Was? Bruder? Was ist jetzt los? Hä, hey, ich hab's. Oh Mann.
Ach Mann, ich kann mich nur aufregen jetzt hier. Scheiße mal drauf. Genau. Und wie findest du, habe ich mich geschlagen? War's gut? Alles gut. Echt? War super. Ja, ich Bomb! Ja, genau. Also würdest du mich theoretisch jetzt schon einstellen? Ja? Ja, war ganz cool. Nach 4 Jahren das erste Mal, dass ich noch mal in einem Restaurant gearbeitet habe, also richtig gearbeitet habe. Du hast schon mal in einem Restaurant gearbeitet? Ja. Ja doch, hat er doch, als Kellner, ja. In Boy bei Meckes. Ach so, davor, ich hatte den, also ein Video haben sie auch schon mal gemacht, oder? Als Kellner. Hat er auch schon. Das ist ja quasi Restaurant, oder? Leute mit Asthma können von der Mundschutzpflicht befreit werden. Hä, aber ist es nicht schlecht für die, habe ich so gehört. Aber die sind doch auch, sind die nicht in der Risikogruppe Asthmatiker? Das ist jetzt die Frage, ne? Ja, es war ganz cool, das nochmal so zu machen. Freddy könnte kurz nicht so ruhiger sein. Halt die Fresse, Freddy! Hä? Gab's irgendwelche Probleme wegen deinem Tourette-Syndrom? Nein. Vor allem dieses Bild hier oben, wie der da in seinen Döner reinbeißt, so energisch. Stell ich vor, ihr seid Kunde, ihr seid gerade gemütlich am Essen, ihr macht von euch Fotos und druckt das Ding und hängt es dann überall an dieses Döner-Ding hin. Wie bei Rick, der auch als Meme wurde. Das ist, ja. Aber wegen deinem Gesicht. Ja, die gibt's immer. Ja, das ist halt schwierig. Und natürlich auch ganz lieben Dank an Magal Döner in Köln, dass wir hier drehen durften. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Gerne. Ich bin hyped, ich bin sehr gespannt. Katzengulasch. Für uns fertig gemacht. Sieht so gut aus. Oder? Ja, ja. Es sieht mega aus. Ich möchte nur im Nachhinein mir noch eine Beschwerde kurz einreichen, Jan. Warum? Das ist kein Hähnchenfleisch. Das ist Hähnchenfleisch, stell dich nicht so an. Dann drück, mach ich. Ja. Mach ich die Augen zu und mach durch. Oh, neues Foto, ey. Das Foto ist cool. Das Foto sieht echt gut aus. Süß, die beiden. Sieht echt gut aus. Ja, aber cool auf jeden Fall. Fleisch wechselt auf jeden Fall, aber ja, fand ich cool. Das war echt unterhaltsam geschnitten. War, ich finde auch echt die Entwicklung zwischen den beiden echt cool. Nicht nur technisch, sondern auch hier moderationstechnisch und tonmäßig. Ist das besser gewesen letztes Mal? Letztes Mal habe ich mir ultra aufgeregt über den Ton. Naja, finde ich cool. Fand ich sehr unterhaltsam. Ja, mehr davon. Fand ich echt gut. Mehr davon, bitte. Danke.